Freunde, lass es geschehen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metal Gear Solid. Wir sind immer noch in dieser riesigen Base, wo wir jemanden befreien sollen. Und diese Base ist mordsmäßig groß. Und wir wollen natürlich alles kontrollieren. Das heißt, wir lassen uns natürlich immer sehr, sehr viel Zeit dabei. So eine Metal Gear Solid Folge mache ich deswegen auch immer eine halbe Stunde lang ungefähr. Damit ihr mehr zu gucken habt, ich auch. Hier ist nichts. Ah, aber hier ist das. Okay. Oh ja, der Scheiß. 5000 kostet das, so ein Ding mitzunehmen. Und wir sind immer noch hier abends in dieser Base. Und müssen natürlich hier versuchen, die Infos rauszukriegen aus den ganzen Leuten und so weiter und so fort. Wisst ihr ja, wie das ist. Und die machen jetzt Licht an da unten. Über den kriegen wir. Hack ihn! Aber die anderen kommen, Mensch. Den bringen wir nach oben auf den Berg hier. Ich glaube, das war aber kein Spezialist, den wir hier hatten. Jetzt. Müssen wir erstmal auf die Karte gucken. Nee, das war nur ein ganz normaler Soldat. Mach mal auf. Erzähl uns mal eine Runde. Speak. Where are the others? The map has been updated. So, den lassen wir jetzt erstmal schlafen. Bringen wir auch mal weg. Wir nehmen erstmal alles mit, was geht. Und dann müssen wir mal was gucken. Motherbase. Personalverwaltung. Wie sieht's aus? Level 9, Level 7. Select unit. Staff assigned. Select unit. Staff assigned. Select unit. Staff assigned. Ein bisschen was in die Basisentwicklung packen. Select unit. Staff assigned. Select unit. Select unit. So, lassen wir erstmal so. Oh, es fängt an, Tag zu werden. Das ist nicht gut. Dann ist es hell und die Gegner sehen zu viel. Oder sie sagen wir so, sie sehen mehr, als sie sehen sollen. Wir gehen mal jetzt in die Buden rein, hier überall. Zwei latschen hier die ganze Zeit rum. Oh, das haben wir viele mitgekriegt. Da muss ich erstmal weglaufen.
kommen wir nicht rein. Sollten wir auch hier nicht mehr so ungefähr sein? Wir sollten jetzt hier aufpassen. Hast du schön angemacht. Das hat er schön gemacht. Wir müssen mal gucken. War ein ganz normaler Soldat, glaube ich, in unserem Rücken. Nee, das war ein Spezialist, genau. Mal hochlaufen mit dem. Den mal ab in den Himmel schicken. Aber erstmal aufstehen. Hallo? So, hören wir mal zu. Erzähl uns mal was. The map has been updated. Oh, gute Nacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Flugabwehr. Energiesysteme. Baupläne. Flugabwehrradar. Okay, mehr ist eigentlich nicht. Materialcontainer kennen wir alle schon. Hier sind die zwei Pfeifen. Da sind vier Pfeifen. Eine Pfeife ist noch da. Nur dann, ab mit dir. Ja. Subject on board. Leave the rest to us. Hier ist wieder irgendeine scheiß Kassette. Fresse. Wir müssen mal schauen, ob hier sonst noch irgendwelche Informationen sind. Wird hier mal nachgucken. Hier war irgendein Geräusch, Kollege. Komm hier mal rein. Ja, ja, da würde ich gucken. Komm mal ran hier. Ja, ja, es ist doch alles easy. Oh, Rohdiamant. Er ist kein Spezialist, glaube ich. Er ist nur so eine ganz normale Wurst. Ah, Rohdiamanten. Habe ich mir schon gedacht, das Funkeln habe ich gesehen. Ich habe es immer funkeln sehen in dem Raum. Da sind noch zwei, drei, vier, fünf. Fünf Leute noch. Fünf. Oh, guck mal hier. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Items für zu Hause. Mehr ist hier nicht. Ne. Ist geil, wenn man immer raus und reingeht in so helle und dunkle Räume.
Echt? Gar nichts? Wow, bin enttäuscht. Ich glaube, hier müssen wir anders rein. Auf jeden Fall nicht so. Sondern so. Einfach mal durchs Fenster steigen. Macht man ja sonst auch im Real Life so. Geht einfach mit dem Kopf voran durchs Fenster. So gehe ich auch immer nach Hause in meine Wohnung. Ist teuer auf Dauer. Mach mal den scheiß Strom hier aus. Hallo? Ein Diamant für Papa. 10.000. Ordentlich Ocken. Ah, guck mal hier. Biologisches Material. Biologisches Material. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Biologisches Material, meine Freunde. Und dann wollen wir ja auch noch da vorne an das Funkelding ran, der mitten auf dem Tisch ist. Und da vorne ist noch unser Bauplan, den wir uns auch gleich greifen werden. Aber wir machen das alles schön mit der Ruhe. Wir haben ja Zeit. Zeit haben wir genug. Ich sag dir eins, wenn wir uns einmal entdecken lassen, die ganze Arbeit, die wir bis hier gemacht haben, den Arsch. So, dann gucken wir mal, was das für ein toller Bauplan sein soll. UN-ARC-Bauplan, okay. So. Haben wir das auch. Sieht gut aus. Freunde, sieht gut aus. So, und jetzt zu dem Boy da drinne, der da drüben ist. Wie können wir den anlocken? Damit schon mal nicht. Das Klopf-Klopf-Zeug zieht bei dem nicht. Bei dem? Nope. Das interessiert die Bohne. So. Hammer. Ah, ist gut so. Wenn er uns entdeckt hat, ist gar nicht so schön. Wenn er jetzt auch herkommt. Sturm. Das würde ich mir aber mal genauer ansehen. Weil dann hätten wir wieder einen ausgeschaltet von fünf. Boah, stur, stur. Hallo. Erzähl uns mal was Tolles. Spit it out. The map has been updated. Wir machen einen coolen Knockout. Wir hauen ihn einfach mit dem Gesicht in so ein Metallteil.
krempeln alles andere auch um. Wir werden den erstmal hier hinten hin verfrachten. Ein Sandsturm wäre toll. Gut. Wenn er rüberkommt, gut für uns. Na, komm. Schlecht für ihn, gut für uns. Können wir den Boy rauslocken? Der hat nämlich ein Snipergewehr, so wie es aussieht. Schläft er nämlich erstmal. Andios. Hat der ein Snipergewehr? Nee. Ganz normaler Penner. Das ist wenigstens ein Spezialist. Noob. So ein Noob, Leute. So ein Sowjetsoldaten. Das hier ist nur ein Spezialist. Den markiere ich mal. Da ist auch noch ein anderer Spezialist dabei. Ist der aufgewacht? Ich erstmal gar keine Befehle mehr, Junge. ETF, wieso ist der wach geworden? Ab mit dir nach oben, du nervst. Das Problem ist, ich will die Leute alle nicht töten. He's coming too. Roger that. Das heißt, wir müssen den Boy auch rausholen. Wir müssen die einfach rausfliegen, dann sind sie weg. Wir können die ja später entlassen. Wir müssen halt gucken, was wir mit denen machen. Sechs Stück noch. Komm rauf hier. Yep. So, der eine pennt noch. War das hier jetzt unser Spezialist? Nee, war nur ein ganz normaler Furz. Dass die das da hinten nicht sehen, Wahnsinn. So. Subject on board. Leave the rest to us. Dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen weiter um, was hier noch so tolles. Ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. You have arrived at your destination. Keep an escape route in mind when you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Ja, da hat er auch wieder recht. Hier auch überall Eimer und Kisten stehen. Da kommen sie hoch. Und in dem Moment gehe ich einfach runter.
Aber wir müssen ein oder zwei von denen, wir müssen die ausschalten, die nerven. Das Schlimme ist, dass die Idioten zu zweit laufen. Hä? Komm ran jetzt hier und quatsch mir nicht voll, Junge. Ach du Scheiße, der geht außen rum. Erzähl uns mal was, Boy. Ah, eine Kassette. Okay. Dann haben wir den erstmal. Warte jetzt, bis er rumgeht. Wir müssen mal gucken. Energiesystem. Kassette. Lookabwehr. Rohdiamant. Energiesystem haben wir schon. Bitte melde es nicht. Komm einfach nur her. Bitte. Na komm. Ja. War das ein Spezialist? Kanis Veji. Nuri Charosa. Znais Veji. Idiot. Steh auf. Voreilig bist. Erzähl mir mal was. Speak. Und Diamanten. Hm. The map has been updated. So. Ich glaube, wir können die hier liegen lassen. Ich hoffe es. Warte mal. Shitty Mist. Er muss sich voll niesen, ja? So. Freunde. Rohdiamant. Marker placed. Kassette. Flugabwehr, wissen wir. Markierung. Das ist Rohdiamant. So, wo sind die? Markierungen? Unten. Ach, nee, da unten ist unser Ziel. 100 Pro. Gehen erstmal dahin. Dann Rohdiamanten holen. You have arrived at your destination. Oh. Yeah. Jetzt müssen sich die Augen erstmal anpassen. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Bösewichte sind. You have arrived at your destination. Ah, hier ist was. Kassette. Und da ist sogar noch ein Gefangener. Analysis complete. Is that him? Take a good look at their faces so we can ID the targets. Ja, das ist er. Sonst wäre da keine scheiß Kette vor. Oh, guck dir die Ressourcen an. Leute, guckt euch das an. Da geht bei mir alles auf Grabschen.
Da geht... Oh Gott, ist das voll hier. Grab statt Zeug, Mann. Oh mein Gott, ist das viel. Siehst du, und jetzt seht ihr das mal? Wir haben richtig Ruhe. Wir können alles in Ruhe durchsuchen. Wir können alles grapschen. Alles. Alles, was es hier gibt, Mann. Alles. Noch ein Diamond. Ja, ja, wir kommen nachher gleich. Entspann dich mal. Wir müssen hier nochmal... Ich hoffe, die beiden bleiben echt K.O., Alter. Sonst haben wir ein Riesenproblem. So. Hier ist die Flugabwehr. Also das Ding hier. Oh, guck mal, hier stehen sogar noch mehr Sachen. Das hier ist diese Flugabwehr, glaube ich. Das Ding hier, dieser Kasten. Warte, ich muss noch mal gucken. Marker placed. Ah ne, das ist nur der Container. You have arrived. You have arrived at your destination. Voller Spezialist. Oh, müssen wir mit dir reden. Erzähl uns mal was. Speak. Danke. Ja, komm, halt die Klappe. Ab in die Luft. So. Also, das hier ist die Flugabwehr, glaube ich. Das Gerät hier. Ja, das hier ist die Flugabwehr. You have arrived at your destination. You destroyed their anti-air radar? Yep. It wasn't one of the targets. And that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. We can designate a landing zone near the outpost. Da draußen sind jetzt noch zwei. Ich will halt noch die beiden mitnehmen. Einen von denen auf jeden Fall, weil das Spezialist ist. So, das heißt, du gehst mit hoch. Und du gehst auch mit hoch. Und dann müssen wir gucken. Bereits erhalten. Subject on board. Leave the rest to us. So, jetzt kommen da die Kollegen, die beiden. Die zwei sind wie Frau und Mann. Die trennt gar nichts. Oh, der schläft. Der schläft auch. So, wer von den Boys war jetzt der Spezialist? Er war nur ein dummer Sowjetsoldat. Sowjetsoldat? Warte mal, einer von denen war Spezialist. Hä? Ach, das sind nochmal zwei andere. Das ist ja ganz toll. Energiesystem. So, dann holen wir dem Kollegen mal raus. Und befreien den endlich mal.
Ist er das? That's the target. Looks like we found him. Na dann, holen wir den mal raus, den Kollegen. Voll, wenn man hier gefangen ist. Great. If there's nothing in the way overhead, you should be able to fool him. Можно сказать, что это не протез. Ja, ja, die Schnauze. Quatsch nicht. Und tschüss. So. Ziel ist zu Hause. Target extraction confirmed. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. So, wir müssen mal schauen. Kraftfahrzeug, Sowjetsoldat, Spezialist. Ich will diesen Spezialisten haben, ohne Witz. Der Süße geht mir nicht aus dem Kopf. Ich will ihn einfach haben. Er geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ah, hab ich gesehen. Ist gut. Hab ich dich! Endlich! Der Mann meiner Träume. Rede mal mit mir. Where are your friends? The map has been updated. Ja, hör auf zu zucken, Junge. Mein letzter Ballon, Süßer. Ab dafür. Hopp. Dankeschön. So. Weg ist er. Irgendwo soll angeblich noch verarbeitetes Material sein. He's coming too. Roger that. Bereits erhalten. Haben wir auch erhalten. Auch erhalten. Auch bereits erhalten. Auch haben wir auch. Haben wir auch. So, mischen. Hubschrauber. Treffen. Ach ja, wir können ja direkt da laden. Nice. Der kann ja direkt in der Base landen, weil ich hier alles... Das meine ich halt. So liebe ich das Spiel. Alles infiltriert. Ich würde so gerne so eine Kiste mitnehmen. Aber wir haben noch nicht die Power dazu. Ist ärgerlich. Wir müssen dann mal in die Motherbase gucken. Das Ding hier können wir auch nicht mitnehmen, oder? Ist auch zu schwer, ne? Ah, ist auch zu schwer. Dann nur noch der eine da unten. Hier ist, glaube ich, noch Munition. Ja. Das war's. Die Mission haben wir, glaube ich, fast gekonnt gemeistert. Die beiden da hinten pennen noch. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Ja, ja. This is B-Quad. On station at LZ. Einen mussten wir töten. Oh, dann lass uns mal ab hier. Hopp, hopp, raufst. Unser goldener Helikopter, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Wir sind raus. Extraction arrived at Mother Base. 16 Soldaten, 2 Gefangene haben wir klar gemacht. Geschütze 3, Mörser 2, Rohdiamanten, Heilplatz, Lebensrettendes. Oh Gott! Krank! 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 Nice, das war gut.
Das war auf jeden Fall gut. Diese Statistiken und so interessieren mich nicht wirklich. Ich finde, wir haben viele neue Leute dazu gekriegt. Wir haben Mörserstation und bekommen. Wir haben 225.000 gemacht und 45.000 ausgegeben. Das ist ziemlich teuer, wenn man so ein Gerät irgendwie entsenden will. Wahnsinn. Aber nicht so schlimm. The engineer we rescued has been extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. Thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. Okay. Belohnung auf der Motherbase. Kassette erhalten. Sie können jetzt Armprothesen entwickeln. Er ist aber nur B, Sprache Russisch. Bionetik-Spezialist ist es aber. Unruhestifter, Belästigung. Ja, den treten wir in den Arsch. Litauisch. Das sind die ganzen Boys. Extrahiert, 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 extrahiert. Yep. Viele neue. War keine A-Leute, aber wie gesagt, später entlassen wir auf jeden Fall noch irgendwelche. So, wir gehen jetzt zusätzliche Plattformen bauen. Mindestens eine Einheit hat die maximale Mitarbeiterkapazität erreicht. Indem sie weitere Plattformen für diese Einheit bauen, können sie auf dieser Basis persönlich unterbringen. Okay. Was wir erstmal machen werden. Basis. Wir gucken mal. Ah, hier. Unterstützungsplattform können wir bauen. Entwicklungsplattform geht noch nicht. Und Kommandoplattform. So, bauen wir mal eine. Das dauert. Sie erhalten eine Mitteilung, wenn der Bau der Plattform abgeschlossen ist. Sie können sich in der Zwischenzeit auf Mission begeben. Okay. Das dauert eine Stunde. Wow. Das heißt, wir fliegen jetzt aber trotzdem erstmal in die Motherbase. Please select a landing zone. Heading to Motherbase. Ab zur Motherbase. Ich sag danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Unterstützt das Projekt mit einem Daumen nach oben. Das würde mich ziemlich freuen. Hinterlasst einen Kommentar, was ihr von dem Spiel bis jetzt so haltet. Ich bin raus und tschüss.